Such sie heim in ihrem Traum. Alt und rosig, jung und hell. Die Uhr tickt gar zu schnell. Wer bist du? Und wo versteckst du dich? In deinem Kopf, da sitze ich fest und töte dich von innen. Denn du wirst sehen, wie du dich auch wehrst. Es gibt keine Tränen. Was willst du? Deinen Körper will ich, ein Stück von dir, dein Herz und deine Seele. Das alles gehört mir. Boom! Papa, da war eine Frau. Mein armes Mädchen, du weißt doch, dass hier niemand hinein kann. Ich beschütze dich doch, mein Schatz. Hm? Papa, ich will hinaus. Ich habe Angst, dass die seltsame Frau wiederkommt. Meine süße kleine Prinzessin, du hattest bestimmt nur einen Tagtraum. Papa passt auf dich auf. Hier, meine Prinzessin, hier hast du Emil. Der passt auch auf dich auf, der passt auch auf dich auf, der passt auch auf dich auf. Herr Schmidt, ich habe Ihre Unterlagen überprüft und musste leider feststellen, dass Sie einige Warnbestände falsch protokolliert haben. Ich verlange von Ihnen, dass Sie diesen Fauxpas umgehend beseitigen. Und falls das noch einmal passiert, werde ich Sie entlassen. Herr König, das war auf keinen Fall mit Absicht. Ich werde mich um diese Ich möchte darüber nicht mehr reden. Wie kann man nur zu viele Bewegungsmelder und Überwachungskameras bestellen? Sie bereinigen das umgehend. Violette, du sehnst dich nach der Sonne. Hast du Angst? Lass mich zufrieden. Hast du die Sonne jemals gesehen? Aber ich kann sie dir zeigen. Ich kann dir von ihr erzählen. Ich sehe sie jeden Tag aufs Neue. Wenn die Sonne über den Horizont wandert, färbt sie alles um sich in ein warmes, goldenes Licht. Dieser Augenblick ist magisch. Man vergisst alle seine Sorgen, wenn man sich in diesem Licht geborgen fühlt. Die ganze Welt scheint in diesem Moment still zu stehen. Man fühlt nur die Wärme und alles andere gerät in Vergessenheit. Langsam verschwindet der goldene Ball hinter dem Horizont. Ein dünner, orangefarbener Strich erinnert uns noch an diesen Moment. Er färbt das himmlische Königreich nun lila. Kein Vogel erhebt sich aus seinem Nest. Es herrscht nur die einsame Stille in unseren Köpfen. Dieser Augenblick ist der schönste am ganzen Tag. Alles ist so friedlich. Die Wolken fangen augenblicklich Feuer. Sie stecken alles um sich in Brand. Das Feuer lodert hell auf, der Himmel ist blutrot. Sekunden später ist der Zauber vorbei, denn die Nacht bricht herein. Das hört sich wunderschön an. Aber weißt du, was noch viel schöner ist? Wenn ich dir dein kleines Herz herausschneide, Prinzessin. Ach! Du bist hier gefangen und so gibt es für dich keine. Bitte lass mich, ich hab dir doch gar nichts getan. Denkst du das, Violetta?
braucht nicht immer einen Grund, um jemanden zu hassen. Aha, lass mich! Violetta, was hast du getan? Gar nichts. Die Frau war wieder da. Sie hat mir wehgetan. Zeig mir deine Fingernägel. Du hast dich selbst gekratzt. Ich sehe doch das Blut unter deinen Nägeln. Nein, ich habe nichts getan. Wir werden dieses Problem gleich gelöst haben. Gib mir deine Hände, wir werden die Nägel kürzen. Gib schon. Du bist doch selbst schuld. Hättest du nicht so sehr gezappelt, dann hätte ich dich nicht verletzt. Hör auf zu wärmern, wir verbinden den Finger und dann ist alles wieder in Ordnung. Hm? An dir. Von deinem goldenen Haar. Hast du deinen kleinen Nabel über deinem Auge. Es muss doch einen Weg geben, den Schmerz zu besiegen. Fahren. Ja, dein Vater hatte ja versprochen, dass wir uns eins mieten. Danke, Papa, das habe ich mir schon so lange gewünscht. Aber du musst mir versprechen, dass du vorsichtig bist, ja? Du kannst nicht schwimmen. Mhm. Na dann. Du musst jetzt wirklich nicht mitkommen. Okay. Pass bitte auf, dass du nicht ins Wasser fällst. Wir haben es hier mit zwei weiblichen Wasserleichen zu tun. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Herr Pathologe? Also es handelt sich um keine Morde, werden den Fall aber trotzdem weiter untersuchen noch. Es tut uns sehr leid, aber wir konnten leider nichts mehr für Sie tun. Bist du traurig, Violetta? Ja, mein Vater glaubt mir nicht. Er denkt, du existierst nicht. Die Stille um uns. Ein leises Grausen. Niemand hat Verstand und niemand Geduld. Ein Schatten aus Hass ist das, woran wir glauben.
Niemand hat Zeit, denn die Uhr tickt. Ein Mensch zeigt uns seine Hülle, die ganz und perfekt erscheint. Doch dann bröckelt die Fassade und das Dunkle schimmert empor. Wasser umspült unsere Gedanken, Nebel breitet sich aus. Wir nehmen wahr, was uns gelehrt wurde, und unser Wille verkommt in den trauernden Tiefen der Toten. Was meinst du? Dass er dir nie glauben wird! Lass mich zufrieden! Ein heiseres Räuspern erhebt sich aus der Menge. Niemand will es hören, und so wird es erstickt. Scheiße! Violetta, komm zu dir. Was ist mit dir? Das ist er ja, der Vater, der ja nicht ist. Das ist nur eine Fassade. Versteckst uns hier, hinter einer geheimen Wand. Er glaubt, er, wer er ist. Bringt uns alle um den Verstand. Was redest du da für einen Unsinn? Du weißt genau, wovon ich spreche. Vor vielen Jahren hast du es getan. Gestohlen hast du uns. Hütest uns nun wie einen Schatz. Kind, was ist los mit dir? Du wirst schon sehen, was du davon hast. Haltest du mich noch länger hier gefangen, wird eine von uns sterben. Fühlst dich schwach, Violetta? Dein Körper ist bald so weit. Ich kann den Tod an dir riechen. Es wird langsam Zeit, dass du gehst. Aber vorher solltest du noch was wissen. Immer und immer wieder. Wo ist meine Mutter? Ich denke, dass es ihr gut geht. Jedenfalls besser als dir. Bald habe ich deine Seele und alles gehört mir. Fass mich nicht an. Ich kann dein kleines Herz spüren. Weißt du noch? Der letzte Strahl über die Dächer gewandert ist, dann frisst die Dunkelheit unserer Häuser. Der Mond steigt empor und hüllt alles, was wir sehen, in ein unheimliches Licht. Ein Schatten aus Kälte wiegt uns, doch wir fühlen uns nicht geschützt. Dann dringen die Sterne aus der Finsternis. Einen Moment fühlen wir uns sicher, denn sie weisen uns den Weg. Doch dunkle Gestalten springen aus den Schatten und jagen uns, wollen uns fassen und töten. Lange Äste, modrig wie gierige Finger greifen nach uns. Ein Mantel aus Kälte legt sich um unsere Schultern. Gänsehaut breitet sich aus. Nur die, die in der Nacht auferstehen, fühlen sich hier geborgen.
die Damen. Mein Name ist Schmidt und heute ist eindeutig mein Glückstag. Entschuldigung, Mama. Entschuldigung? Ja, Sie denken wohl, dass Mama, ich das einfach gehen lasse. Lassen Sie meine Tochter! Das nur passieren? Die Frau war da. Du sprichst in Fieber. Erzählst mir etwas von einer seltsamen Frau und hast deinen ganzen Körper wunden. Wie soll ich dir nur helfen? Vater, bitte lass mich. Aber ich bin doch nicht einmal dein Vater. Ich habe mir das alles ganz einfach vorgestellt. Ich habe dich entführt, dich eingesperrt, dir all die Erinnerungen an draußen genommen, hab dich gepflegt und... Also die Frau hatte recht, du hast mich die ganze Zeit angelogen, all die Jahre. Aber du bist mein Mädchen, nichts wird sich daran ändern. Lass mich einfach, das ist so... Bitte, Kind, nein, sei ruhig, lass mich einfach, du bist krank! Lass mich. Belogen hat er mich, all die Jahre. Spürst du das Kribbeln, das die Wut erzeugt? Lasten, ich verschwinde einfach alle aus meinem Leben. So groß wie der Hunger auf die Welt. Die Dunkelheit, die ich mir um die Seele gelegt habe, schnürt mir die Luft ab, drückt mich zu Boden. Eis umschließt mein Herz, bin nicht fähig zu lieben. Dunkel, meine Vergangenheit sollte strahlend sein, ist aber nicht imstande zu widerstehen. Hass ist alles, was ich fühle. Nichts hält mich auf. Und doch sagt mir mein Gewissen, ich sollte es nicht tun. Ein Schleier umschließt mein Herz, verhüllt mein Gesicht. Und so töte ich dich. Sei doch einfach still! Oh. Ich muss über dich lachen. Siehst du nicht, dass du versuchst, dich selbst zu bekämpfen? Wer sind Sie und was suchen Sie hier? Mein Name ist Victoria. Ich habe Ihrem Mündel einige Zeit lang Gesellschaft. Dann hat sie also nicht gelogen. Sie hätten ihr glauben sollen. Nun ist es zu spät. Wo ist sie? Sie sehen das nahe nicht, weil sie so gerne in die Ferne schweifen. Wieso haben Sie Violetta verletzt? Wen habe ich verletzt? Violetta? Mich? Oder doch Sie? Sie werden dafür büßen. Was haben Sie vor? Ich werde Ihnen zeigen, wie sich das anfühlt. Sie machen einen Fehler. Haben Sie das nicht auch getan? Wenn die Sterne strahlen. Und niemand weiß, was sie verkünden. Nur ein Schatten aus Buchengold scheint der Macht zu ertrennen. Das Dunkle ist das, was wir nicht sehen können. Nur das Schöne wunden wir uns fort. Eine leichte Brise durchfährt unsere Gedanken wie ein... wie ein Hauch. Oh, ein Hoffnungsschimmer. Wir erheben unsere Köpfe und schreiten durch die Menge. Wie ein Dolch durchstößt unsere Gehirne. Die Heilung scheint so nah, zum Greifen nah, zum Fassen nah. Doch wir können sie nicht fassen. Durchfassen es. Nur Luft. Können Sie eigentlich sehen, wie nah der Tod schon ist? Sei ruhig, du Dreckschwein.
für mich? Es ist wie das Gefühl, wenn man am frühen Morgen die Sonne auf seiner Haut wahrnimmt, das nasse Gras auf seinen nackten Füßen spürt, wie das Gefühl des warmen Frühlingwindes auf der eigenen Haut, wie der Geruch von frisch gemähtem Gras und von Holzöfen im Winter, wie das Gefühl von einem Schmetterling auf einer Haut, wie der Geschmack einer Waldbeere, wie das Gefühl von einem kühlen See an einem heißen Sommertag, wie ein Regentropfen, der im April auf einen Körper fällt. Wie das Geräusch von raschelnden Blättern unter den Schuhen. Wie der Geruch von alten Büchern und Holz. Das alles zusammen war das Gefühl, als ich endlich die Erlösung fand.